Heute zeige ich euch, wie man einen Reifen repariert, bei dem ein Dichtmittel drin ist. Das hier Dichtmittel drin ist, also ist ein ganz normaler Reifen, den ich mit einem Schlauch gefüllt habe, der auch Dichtmittel hat. Und das Dichtmittel drin ist, kommt das so ein bisschen grün. Da ist es, hoppala. Hier sieht man, dass da Dichtmittel drin ist. So, es ist nämlich so, wenn ich mit dem fahre, dann passiert es trotzdem gelegentlich, dass Luft rausgeht. Irgendwo hat er ein Loch. Das Dichtmittel hat mir quasi geholfen, dass er nur 2-3 Kilometer fahren konnte. Es ging dann einigermaßen zu. Irgendwo hat er jetzt innen ein Loch. Und deswegen zeige ich euch, wie man das repariert. Öffnen wir die Schraube. In dem Fall ist das so eine Steckachse. Andere hat so eine V-Bremse, die muss man dann rausmachen, da vorne aufmachen. Habe ich nicht. Oder Schenkelbremse. Öffnen wir diese Verbindung hier. Dann lassen wir hier die Luft raus. Ventil aufdrehen, Luft rauslassen. Dann machen wir das Reifen erstmal sauber. Irgendein Putzmittel nehmen. Dann machen wir den Mantel runter auf der anderen Seite vom Schlauch, vom Ventil. Und am besten nimmt man solche Montage hin. Da hat man jetzt natürlich gar nichts gesehen. Ich habe jetzt diese Eiser hier, diese Montagehilfe hier, 2 Stück hier eingefügt. 2 habe ich eingefügt, dann habe ich die nach unten gezogen, habe eins festgemacht und habe das dann nach vorne gezogen. Jetzt ziehen wir das am besten hier runter. Nicht so nicht rausdrückt. So, jetzt am besten gucken wir als erstes mal nach, ob der Schlauch irgendwelche offensichtliche Macke hat. Da ist mal irgendwas verknickt. Das könnte eine Stelle sein. Man merkt auch, dass der schwerer ist. Das heißt, da ist ja dieses Dichtmittel drin. Also ein bisschen ist Dichtmittel hat schon ein bisschen geholfen. Das heißt, wir gehen da jetzt mal nach. Man hört, an dem Schlauch hört man, dass da Dichtmittel drin ist. Das ist, heißt, das dann ist alles unter Wasser. So, und das ist jetzt ein Loch, wo ihr eigentlich von selber flicken müsst. Das heißt, wenn ich den jetzt nach unten drehe, müsste eigentlich dieses Dichtmittel hier rausdrücken. Und das tut es auch. Da ist jetzt ja wie gesagt so Dichtmittel drin. Und wenn ich das jetzt hier reinhalte. Aber das Dichtmittel ist nicht so gut, als dass es dann auch hält beim Fahren. Das heißt, ich muss es jetzt trotzdem flicken. Aber es hat halt ein bisschen ausgehalten. Ich glaube, da war auch der Schlauch verknickt an der Stelle. Sieht man, dass der hier so eine Knickstelle hatte, wo er quasi im Bett falsch drin war. Da ist so eine Knickstelle. Und dann machen wir mal die Stelle da sauber, wo das Loch austreten ist. Hier ist das Loch. Dann nehmen wir einen Kugelschreiber, markiert uns das. Dann gehen wir hin und nehmen so einen
Flickzeug, entweder dieses billige, was ich gerade beim Baumarkt gekauft habe, das dann ist besser zum Empfehlen. Von die hier sind sehr, sehr gut, die Gel kann man auch sofort aufkleben. Nimm so ein Flickzeug. Also wie gesagt, das ist ein billiges Flickzeug. Bei dem billigen Flickzeug ist noch nicht mal was dabei, wo man sauber machen kann. Also man soll es auf jeden Fall sauber machen. Dann nimmt man so ein Schleifpapier, dabei alle andere Sets dabei hat. Dann muss man da, wenn man den Kleber aufmacht, 5 Minuten warten. Deckel aufmachen oben. Das ist also der dümmste Kleber aller Zeiten, aber das mache ich halt mit dem. Wenn ich keinen anderen habe, machen wir so einen riesen Glätzer raus. Also das Prophet kann man überhaupt nicht. Da muss man 5 Minuten warten. Das ist zum Abziehen. Da ist so eine Klebefolie drauf und dann kleben wir das. So, wenn es dann getrocknet ist, dann nehmen wir so komische Prophetkleber da. Der hat eine Rückseite, wo Klebeschicht drauf ist. Und kleben wir jetzt diese Fläche hier rauf. So, und damit es da mit diesem Ding nicht mehr so passiert, machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen das stinknormale Salatöl und ölen das ordentlich ein. Das haben wir noch verkantet. Dann tut man hier dieses Ventil wieder einführen, in der Position, wo es fehlerhaft war, wo es nicht gehört. Wo ist das? Dann den Schlauch reinlegt, wenn er schön eingeölt ist, dann geht er auch gut rein. Dann verkantet er nicht mehr. Das ist nicht hier passiert mit dem Verkanten. Dann macht man die kleine Schraube wieder rein, damit der Sattel fest bleibt. Das Ventil nicht verrutscht. Sonst geht es an der Ansatzposition kaputt. Dann nehmen wir den Schlauch wieder, den Reifen, das Rad. Da achtet man drauf, dass der Schlauch nicht an der Seite rauskommt. So. Da unten sieht man auch, wie dieses Dichtmittel rauskommt. Dann dreht man da diesen Sattel wieder ganz auf, das Ventil da. Und bei dem Reifen, da kann man aufpumpen auf 5,5 Bar. Das mache ich jetzt auch. Das Knacksen, was man da immer hört, ist das, wenn dieser Ready for Tubeless in die Halterung reinrutscht.